Der Goldpreis erreicht ein Rekordhoch. Wie geht es jetzt weiter? Und damit herzlich willkommen zum heutigen Spezialwebinar. Mein Name ist Max Wiecke und bevor es losgeht, kommen wir noch zum obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollte sich natürlich bewusst sein und ich betone an der Stelle, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. So, Gold hier in Blau hat ein neues Allzeithoch ausgebildet. Silber schließt sich der Rallye an und erreicht ein Mehrjahreshoch, wie man hier unten sieht. Die Zentralbanken schaffen ein ideales Umfeld für weitere starke Preissteigerungen am Edelmetallmarkt. Das Gold-Silber-Verhältnis könnte gute Aussichten für den Silbermarkt bieten und die Entwicklung bei Platin und Palladium wird weitgehend von den Aussichten des Wirtschaftswachstums abhängen. Wir schauen uns jetzt erstmal den Goldmarkt ein bisschen genauer an und ja, mit der Frage, wie viel Spielraum hat Gold eben noch nach oben? Gold ist relativ günstig, wenn man ja, das Edelmetall als Geld betrachtet. Die Menge an Gold in der Welt ist im Vergleich zu den Zentralbankbilanzen sehr gering und die jüngste starke Geldmengenausweitung, die führt natürlich zu dem Wunsch, Vermögenswerte vor einem Wertverlust zu schützen. Es wird zwar immer noch Gold abgebaut, aber die Geldmenge wächst deutlich schneller. Wir sehen in der Grafik, dass die Goldbestände hier in Blau auf historischen Hochs liegen, aber im Vergleich zu den Zentralbankguthaben hier in Orange bleibt das Verhältnis, also hier in Rosa, unter dem Niveau von 2011 oder eben auch die Niveaus, die wir vor 2011 gesehen haben. Die Zentralbanken, die ergreifen jetzt noch sehr ja, noch stärkere Maßnahmen. In der Grafik sieht man, dass die aktuellen Rettungsaktionen der Zentralbanken, also in Weiß, nicht nur umfangreicher sind als während der letzten Krise im Jahr 2008, sondern eben auch deutlich schneller erfolgen. Wir haben jetzt eine riesige Menge an billigem Geld und die fiskalische Unterstützung der Regierung. Diese Kombination bietet eine gute Grundlage für langfristige Anstiege am Goldmarkt und dementsprechend ist der Optimismus, den wir hier in den letzten Tagen gesehen haben, durchaus gerechtfertigt. Es kann weiterhin eine sehr starke Nachfrage seitens der ETFs beobachtet werden. Das zeigt die rote Linie hier. Ja, dieser Effekt ist natürlich resultiert daraus, dass wir eben ein sehr großes Interesse haben an passiven Einlagen. Gold wird derzeit von den Spekulanten nicht extrem überkauft. Das sehen wir an der violetten Linie, die Nettopositionierung. Und hier oben sehen wir in der oberen Hälfte nochmal, dass ja, sowohl die Long- und Short-Positionen steigen, wobei eben die Long-Positionen ja, deutlich größer sind, diese aber eben noch nicht darauf hindeuten, dass diese eben Extremwerte erreicht haben. Und ja, die letzte oder die Kraft bei dem letzten Anstieg des Goldpreises, den man nochmal in Grün sieht hier in den letzten Tagen, das war vor allem der schwache Dollar, der eben das Edelmetall vergünstigt hat. Ja, sollte Silber oder wie viel sollte Silber kosten? Gibt es da einen fairen Preis? Die fundamentalen Daten sind natürlich sehr positiv für den Silbermarkt insgesamt. Die Nachfrage ist auch dank der ETFs ja, die höchste seit Jahren und die Fonds haben ihre Käufe auch noch nicht verlangsamt. Seit Anfang des Jahres haben die ETFs ihre Silberbestände um 43% erhöht. Ende Juni befanden sich die Fonds im Besitz von 925 Millionen Unzen Silber, was einem viermonatigen Angebot am Markt entspricht. In der ersten Jahreshälfte kauften die Fonds fast 200 Millionen Unzen und der bisherige Rekord war das Gesamtjahr 2009, als die Fonds 149 Millionen Unzen Silber gekauft hatten. Das Silberinstitut gab außerdem an, dass das Angebot in diesem Jahr um 7% im Jahresvergleich abnehmen werde, was natürlich auch nochmal gut ist für Preissteigerungen beim Silber. So, wo könnte Silber stehen? Silber ist im Vergleich zu Gold immer noch sehr günstig. Wir beobachten eine sehr ähnliche Situation wie während der letzten Krise.
Und in der Zeit danach, das heißt, wir hatten erst einen starken Anstieg hier des Gold-Silber-Verhältnisses, dann ging es eben sehr stark nach unten. Die Preisdynamik legt aber nahe, dass der Silberpreis jetzt über 40 Dollar je Unze liegen dürfte. Gold über 2000 Dollar mit der Indexanpassung an den historischen Durchschnitt zeigt Silber bei etwa 30 Dollar je Unze und ein Goldpreis bei 2400 Dollar deutet auf Silber bei 36 Dollar je Unze hin. Silber ist im Gegensatz zu Gold in diesem Jahr durch ein erhebliches Defizit gekennzeichnet, das eben hauptsächlich auf die steigende Nachfrage der ETF zurückzuführen ist. Können sich Palladium und Platin dieser Rallye anschließen? Platin und Palladium ja, haben eine ja, müssen natürlich noch einiges aufholen. Grundsätzlich ist die Abhängigkeit natürlich von der Industrie enorm und deutlich höher gegenüber Silber und Gold. Wir sehen beispielsweise hier mal auf beiden Seiten die rechte Spalte. Da sehen wir der Anteil an der Industrie, dass der eben immens ist, bei Palladium und Platin eben deutlich höher als beispielsweise bei Silber oder Gold. Gold, da waren wir im Jahr 2010 bei 10%, jetzt sind wir ein bisschen niedriger. Eine ähnliche Tendenz ist auch beim Silber zu erkennen. Aber bei Platinum sind wir noch bei 59 und Palladium sind wir noch bei 98%. So, das heißt, wenn jetzt eben die konjunkturelle Erholung vielleicht etwas an Tempo gewinnen könnte, wenn man in der Lage ist, das Coronavirus unter Kontrolle zu bringen, und dann vielleicht die Industrie wieder aufblüht, die Edelmetalle wieder stärker verarbeitet werden, dann könnte das eben auch nochmal eine Chance sein, für andere Metalle eben hier nochmal aufzuholen. Silber hat jetzt gegenüber Gold aus den letzten Jahren natürlich einiges aufzuholen und historisch gesehen, war das eben der Markt, der ja eine größere Volatilität aufgewiesen hat. So, wie kann man jetzt den Gold- und Silbermarkt analysieren? Dafür gibt es natürlich ein paar Kennzahlen oder ein paar Faktoren, die man ja, berücksichtigen sollte. Das ist einerseits die Positionierung der Anleger. Das heißt, man möchte natürlich wissen oder herauslesen können aus den COT-Daten, wie ja, beispielsweise die Spekulanten sich eben hier am Markt positionieren. Der COT-Bericht zeigt ja letztendlich, wie die Marktteilnehmer hier sich verhalten. Und aus der Sicht der ja, Anleger ist das eben ein ganz entscheidender Faktor. In der X-Station 5 findet man die Daten links an der Seite bei den Indikatoren unter dem Kürzel COT. Und was auch noch sehr wichtig ist natürlich sind die saisonalen Muster. Die können auch ein wichtiger Aspekt sein am im Metallmarkt. Die Saisonalität hängt natürlich mit der Nachfrage zusammen, zum Beispiel aus dem Schmuckbereich oder eben auch mit den Entwicklungen am Devisenmarkt. Ja, wir haben ja gesehen, dass der Dollar sehr stark abgewertet hat und solche Phasen kann man eben auch durch ja, Indikatoren eben ja, sichtbar machen und solche Tendenzen vielleicht eben frühzeitig erkennen. Und den Seasonal Trends Indikator, den findet man unter dem Kürzel Seasonal Trends auch wieder an der linken Seite bei den technischen Indikatoren. So, der dritte Punkt, das sind natürlich die zwei Märkte, einmal Dollar und einmal der Anleihemarkt. Das ist natürlich auch sehr wichtig für die Beurteilung der Aussichten für die Edelmetalle, die Maßnahmen der Zentralbanken wirken sich natürlich auch langfristig hier auf diese zwei Märkte aus. Und das kann natürlich eben Hinweise darauf liefern, wie der Markt, ja, der Metallmarkt langfristig eingestellt ist. Gold ist natürlich eine gute Alternative zu Anleihen, wenn die Renditen niedrig sind. Wir haben ja gesehen, dass die T-Note extrem stark gestiegen ist. Das heißt, die Nachfrage nach sicheren Anlagern war hoch und das drückt eben die Renditen nach unten. Und andererseits haben wir natürlich nochmal ja, den Dollar, also wenn der Dollar abwertet, dann profitiert der Goldmarkt davon, weil eben das Edelmetall eben günstiger wird. Und das sind eben zwei Faktoren, die mittel- bis langfristig
oder es sind die Faktoren, die mittel- bis langfristig sehr entscheidend sein werden. Und je nachdem, wie ausgeprägt diese Entwicklungen dann sind, bei den Anleihen und beim Dollar, kann das natürlich dann eben auch ja, entweder nochmal die Goldrallye befeuern oder vielleicht eben ja, vielleicht das Aufwärtspotenzial begrenzen. Aber für die fundamentale Sicht, auf die langfristige Sicht, da kann man durchaus argumentieren, dass diese Faktoren erstmal für weitere Anstiege sprechen dürften. Eine weitere Frage ist auch noch, ob CFD oder ETF. CFDs bieten Anlegern die Möglichkeit, natürlich einen finanziellen Hebel einzusetzen. ETF, der den Preis eines Edelmetalls widerspiegelt. Ja, wenn eben in physisches Gold investiert wird, kann eine gute Idee für langfristige Investitionen sein. Bei Investitionen in ETFs sollte man aber auch nochmal das Währungsrisiko berücksichtigen. CFDs beinhalten auch ein Währungsrisiko, aber in Form von negativen Swap-Punkten. Das heißt, Investitionen über CFDs sind auf kürzere Sicht vermutlich attraktiver. Wir wollen uns jetzt nochmal den Goldpreis ein bisschen näher anschauen. Wir gehen mal rüber in die X-Station. Und wir sehen schon im Tageschart unglaubliche Rallye erfahren in den letzten Tagen. RSI-Indikator deutet jetzt auf einen überkaufte Bedingungen hin. Das ist natürlich erstmal ein Zeichen von Stärke und bestätigt letztendlich erstmal den Aufwärtstrend. Aber in diesem neuen Aufwärtstrend kann es natürlich irgendwann auch mal zu Korrekturen kommen. Wir sehen jetzt, dass wir eine achttägige Rallye hinter uns haben. Und mit jedem weiteren Anstieg ist natürlich die Anfälligkeit für einen Rücksetzer groß. Und das zeigt uns natürlich auch nochmal hier der historische Chart. Wir haben beispielsweise im Juni 2019 auch schon mal einen ähnlichen Wert beim RSI-Indikator gesehen. Wir hatten hier eine Kerze mit langen oberen Schatten und dann hat der Markt eben einen kleinen Rücksetzer erlebt, tendierte aber eher seitwärts. Eine ähnliche Situation haben wir auch nochmal Anfang 2020 erlebt, da ging es auch seitwärts. Also das zeigt natürlich auch nochmal, dass starke Anstiege nicht unbedingt damit verbunden sind, dass der Markt auch sehr stark nach unten korrigiert oder vielleicht eben auch den Trend umkehrt. Also Umkehrsignale sind natürlich immer gut für kurzfristige Shorts, aber um einen Markt oder um einen Trend zu drehen, da ist natürlich viel, viel mehr notwendig. Wir schauen jetzt mal auf die Situation, die wir jetzt eben hier in den letzten Tagen gesehen haben. Also Unentschlossenheit, gewisse Unentschlossenheit am Markt, langer und unterer langer Schatten, trotzdem bullische Kerze. Aber wir sehen, dass das Momentum eben nachlässt und die Bären natürlich auch versuchen, ihre Chance eben wahrzunehmen aufgrund dieser starken Rallye. Im Stundenchart sehen wir, dass natürlich der übergeordnete Trend, Aufwärtstrend noch intakt ist und die gestrige starke Korrektur, die wurde jetzt gekauft. Wir haben gestern einen recht starken Anstieg im vorbörslichen Handel gesehen oder während der Asiensitzung. Die Gewinne wurden dann wieder abgegeben und dann haben wir eben hier einen ganz wichtigen Unterstützungsbereich eben unterschritten. Und das ist der Bereich um die 1946 Dollar, haben den Ausverkauf deutlich ausgeweitet und danach ging es aber eben weiter nach oben. Das ist natürlich erstmal etwas, worauf man sich konzentrieren sollte. Ja, wir wissen aus dem übergeordneten Trend oder aus dem großen Bild, dass der Markt weiterhin long eingestellt ist. Und im 15-Minuten-Chart schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genau an, wie man das hätte handeln können. So, hier sieht man das nochmal, das, was ich gerade beschrieben habe, diesen starken Anstieg, Ausverkauf. Wir haben eine Reihe an tieferen Hochs und dann eben den starken Ausverkauf. Das heißt, grundsätzlich, hier in diesem Bereich spricht das Ganze eben für eine tiefe Korrektur, für Shorts. Das heißt, die Idee grundsätzlich wäre natürlich, sich irgendwo bei einer Aufwärtskorrektur wieder einzukaufen oder einzudecken mit Shorts, mit der Spekulation eben auf einen Test dieses Tiefs hier oder eben vielleicht nochmal eine tiefe Korrektur. Das ist aber nicht so ganz geglückt
Und das ist eben das, was ich meine. Übergeordnet haben wir eben einen intakten Aufwärtstrend und da muss man eben auch schauen, ob es da eben Umkehrsignale gibt oder nicht. Und wir haben eben letztendlich die Korrektur nicht fortsetzen können. Wir haben hier unten ein höheres Tief ausgebildet. Wir haben danach das lokale Hoch überwinden können. Und da sehen wir eben schon, dass sich an dieser Trendstruktur, an der Abwärtstrendstruktur eben wieder etwas geändert hat. Das heißt, der Markt dreht wieder nach oben und bildet eben eine Reihe an höheren Hochs und höheren Tiefs aus. Und das ist eben hier sozusagen der Startschuss für einen weiteren Anstieg oder vielleicht auf eine Trendwiederaufnahme. Wie lange dieser Aufwärtstrend oder diese Trendstruktur eben anhält, das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass wenn wir eben einen Bruch dieser Trendstruktur haben, wir den einen gleitenden Durchschnitt wieder überwinden. Ich nehme gerne den 100er EMA im 15-Minuten-Chart auch. Da sehen wir eben, dass hier eben der Aufwärtstrend auch bestätigt wird und der Markt angelt sich dann eben so wieder weiter nach Norden. Ob wir jetzt nochmal das Allzeithoch überwinden oder nicht, oder der Markt vielleicht vorher wieder dreht, das wissen wir eben noch nicht so ganz. Aber diesen Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, den kann man ja eben auch für die Zukunft nutzen, beziehungsweise ist immer das große Bild wichtig. Und im Tageschart heraus haben wir eben gesehen, der Markt war weiterhin long eingestellt. So, worauf sollte man jetzt achten? Die Märkte werden sich vor allem jetzt auf den Zinsentscheid der FED konzentrieren um 20 Uhr und dann nochmal die anschließende Pressekonferenz von FED-Chef Powell 20:30 Uhr. Wir sehen, der Markt verharrt in so einer recht engen Handelsspanne und ja, das zeigt eben auch, dass die Anleger hier eben gespannt abwarten auf die Ergebnisse. Während der US-Sitzung könnte es natürlich nochmal vielleicht Bewegung geben, aber das Highlight, das kommt dann eben erst am Abend. So, wie kann man jetzt mit der Situation hier umgehen? Wir schauen nochmal auf den Stundenchart. Also Argumente für Bullen. Wir haben also eine Reihe an höheren Tiefs. Wir haben eine recht starke Hürde wieder zurückgewonnen. Also die 1946 Dollar, die können wir jetzt eben nutzen im Falle eines Abprallers. Wichtig ist aber, dass wir eben den Widerstand hier oben bei 1960 Dollar nach oben durchbrechen, um natürlich den Trend wieder aufnehmen zu können. Das heißt, man könnte entweder versuchen, einen Ausbruch zu handeln, oder idealerweise eben die Korrekturbewegung nach dem Durchbruch. Das wäre das bullische Szenario. Auf der Unterseite oder vielleicht nochmal die potenziellen Kursziele. Das nächste Kursziel wäre dann eben schon wieder das Allzeithoch bei 1820 Dollar. Und darüber dann vielleicht die 2000-Dollar-Marke. Psychologisch gesehen natürlich wäre das eben ein wichtiger Bereich, was man durchaus ja, als realistisches Ziel nennen könnte. So, die Argumente für die Bären, das wäre natürlich der lange Aufwärtstrend, ja, die lange Rallye, die jetzt schon ja, 8 Tage lang anhält, 8 Tage in Folge. Wir haben einen Widerstand, der sich möglicherweise festigt hier oben. Das heißt, wir waren eben noch nicht in der Lage, diesen zu durchbrechen. Das heißt, ein Abpraller könnte schon mal den Markt etwas bärischer stimmen. Für mich wäre es aber wichtig, dass wir eben hier einen Auslöser haben für einen Ausverkauf und das wäre dann eben erneut diese Unterstützung bei 1946 Dollar. Das wäre ein schönes ja, Szenario für die Bären. Das heißt, auch hier wieder entweder den Durchbruch handeln oder versuchen sich eben bei einer späteren Aufwärtskorrektur eben diesen neuen Trend wieder anzuschließen. Natürlich immer mit dem Hinblick darauf, dass eben dieser Bereich eben hier eben letztendlich nicht wieder zurückerobert werden kann. Und auf der Unterseite muss man sich dann konzentrieren auf den 100er EMA im Stundenchart. Da wären wir im Bereich von 1922 Dollar ungefähr. Das gestrige Tagestief bei 1906 Dollar ungefähr. Und sollte es wirklich mal krachen auf der Unterseite, dann müsste man eben auch nochmal in den Tageschart rübergehen. Und da haben wir dann auch schon relativ viel Platz nach unten in Richtung dieses Ausbruchsniveaus der letzten Rallye. Das ist so im Bereich der 1815 Dollar zu finden. Technisch gesehen gibt es hier auf diesem Weg nach unten keine wirklich starken Unterstützungsbereiche. Ja, der Markt ist einfach ohne Probleme weiter nach Norden gewandert.
Und deswegen sollten die Bären die Kontrolle zurückerlangen, vielleicht kurzfristig oder wenn auch kurzfristig, dann gibt es eben auch viel Spielraum nach unten. Aber davon sind wir eben noch ein bisschen entfernt und der Auslöser für Shorts, der ja, bleibt noch so ein bisschen fern. Und deswegen, ja, wir verharren ja so einer Seitwärtsphase und das heißt, ja, der kurzfristige Händler, der sollte jetzt einfach hier flexibel bleiben, was den Handelsansatz angeht. So, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben historisch gesehen die Situation, dass Gold als Geld immer noch ja, günstig erscheint. Die Analysten und die Bewertung von Bloomberg, die deuten darauf hin, dass der Goldpreis bis auf 2500 Dollar hier unten steigen könnte. Gold wird mit Sicherheit von dem billigen Geld profitieren, das jetzt eben am Markt verfügbar ist. Silber ist im Vergleich zu Gold immer noch relativ günstig. Und die gute fundamentale Lage und der Rückstand gegenüber dem Goldmarkt, der deutet eben auch darauf hin, dass Silber bis auf 35 oder sogar 40 Dollar pro Unze steigen könnte. Und die Metalle, wie Palladium oder Platin, die müssen jetzt eben auf die Zeichen in der Industrie letztendlich abwarten, ja, die Hoffnung auf eine rasche konjunkturelle Erholung. Jegliches Anzeichen könnte da natürlich auch die Preise nach oben treiben. Und auf lange Sicht lohnt es sich natürlich, das Verhalten des Dollars zu beobachten, genauso wie die Anleiherenditen und natürlich auch dann die Aktivität der Zentralbanken. Kurzfristig wird es natürlich auch nützlich sein, dann die Positionierung der Spekulanten und diese Saisonalität zu analysieren. Und ja, was das Traden grundsätzlich angeht, ein ETF ist dann das geeignete Instrument für eine langfristige Investition und ein CFD ist vermutlich besser für das kurzfristige Beziehen von Positionen. Das war's für heute. Ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.